Was wissen wir über Shepard? Sie ist eine Raumfahrerin. Hat die meiste Zeit ihres Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide ihre Eltern waren bei der Flotte. Sie musste mit ansehen, wie ihre ganze Einheit auf Akuse starb. Sie könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist eine Überlebenskämpferin. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kommbarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf den Nerdgedanken. Wie ihr unschwer erkennen könnt, spielen wir Mass Effect und zwar den allerersten Teil. Ja, cool. Ganz ehrlich, ich bin richtig gehypt auf dieses Spiel. Abgesehen davon, ich habe es ja schon mal gespielt, also zumindest den allerersten Teil. Das war allerdings vor etwa 10, 11, 12 Jahren. Das ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Damals sah es auch noch nicht so gut aus, denn das hier ist die bessere Version, die Extended Edition. Und ich kann mich jetzt hier auf dem Schiff noch ein bisschen umgucken. Mache ich aber nicht. Wir gehen hier gleich zum Captain. Die Normandie.
So cool. Es ist super geil, wieder zurück zu sein. Die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Huch. Oh. Upsa. Ich sollte vielleicht die Knarre wegstecken? Wie mache ich das? Scheiße. Mit X, okay. Nein, jetzt habe ich eine andere Knarre rausgeholt. Fuck, okay. Wie ging das jetzt mal? Ich muss mal eben kurz gucken. Es ist peinlich. Tastenzuordnung. Wie ging das hier nochmal? Vorwärts bewegen. Schnell speichern, schnell laden, schießen. Mit H. Okay. Okay, okay. Das ist ja wirklich gruselig. Mann! Hallo? Wie rede ich mit dir? Nein? Ich knall dir lieber meine Knarre ins Gesicht. Alter! Das muss doch irgendwie möglich sein, mit dem zu reden, ohne dass ich ihm irgendwie die Knarre ins Gesicht baller. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Es ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Tja, Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Okay. Ich fürchte, das stand hier irgendwo im Tutorial drin und ich habe es jetzt gerade übersprungen, weil ich so begeistert war. Hallo? So. Huch. Ah, es geht los. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies? Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen, Captain. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird?
Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf sie. Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihilus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch Ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wen meinen Sie damit? Die Attica Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attica Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt. Aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadell ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen, erleiden schwere Verluste, verschiedene Punkte. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert.
sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Okay, jetzt sind wir hier auf Eden Prime und wir haben absolut keinen Feind. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gastasch. Verdammt! Okay. Das geht ja zumindest noch einigermaßen. Oh Mann. Ist aber schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wie gesagt, gute 10 Jahre mindestens. Gott, was ist hier geschehen? Oh ja, das sieht so ein bisschen unfreundlich aus. Linke Umschalttaste. Okay. Okay. Da kann ich mir aussuchen, was ich haben möchte. Ausrüsten Avenger. Was kann der denn hier werfen? Okay, der ist ein... Okay, warte mal, du kriegst das hier. Schauen wir mal. Huch! Wir haben die Schilde verloren. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Ma'am. Okay. Da haben wir unseren ersten Vermissten, sag ich schon. Killed in Action, Soldaten. Okay. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Okay. Feindkontakt! Kein Kontakt, Commander. Okay. Na, ich hoffe mal, ich kann mir diese ganzen... Feindkontakt! Ich hoffe, ich kann mir die ganzen Befehle merken. Ich habe auch noch eine andere Knarre. Das ist eine Pistole. Okay, schauen wir mal. Das Ding haut zwar auf die Entfernung ziemlich gut rein, aber ich fürchte halt auf Dauer. Thank you.
Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten Sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte passiert? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch, nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Los geht's. So, und schon habe ich ein Team mit einer Person mehr. Ja, wir haben den getöteten Marinesoldaten sehr schnell ersetzt. So, gucken wir mal. Talentpunkte auf Truppenmitglieder. Ah ja, Squad, okay. Schauen wir mal, was wir hier so alles haben. Werfen. Okay, Warp. Das bin ich. Oh, ich habe hier sogar noch 3 Punkte, die ich noch nicht ausgegeben habe. Schauen wir mal, was wir bei ihr haben. Ah ja, das sind die Punkte, die sie schon hatte, offensichtlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Das kann sie das überhaupt lernen? Erste Hilfe? Ich nehme mal das hier. Und, eingeschränkte Gesundheitsregeneration ist natürlich geil. Das ist besser hier. Sturmgewehr. Ich glaube, ich gebe ihr jetzt hier noch ein bisschen Gewehr. So. Sehr schön. Was kann denn der Caden? Barriere. Ah, der ist auch ein Biotiker offensichtlich. Erste Hilfe ist gut. So, was bringt Wächter? Oh, das ist schön. Dechiffrierung können wir sicherlich noch für irgendwas brauchen.
So. Oh, ich kann schmeicheln. Oh la la. Ich glaube, ich schmeichle. Ah, was haben wir sonst noch Schönes? Sturmangriffsschaden. Das ist auch nicht verkehrt. Und was nehmen wir noch? Nahkampfschaden. Hm, Pistole. Sind hier irgendwelche Sachen, die ich lernen kann? Heben, Barriere. Ich glaube, ich werde mal... Ich werde mal die Pistole etwas verbessern. So. Und schon sind die ganzen Punkte verteilt. Wunderbar. Okay, dann lass uns mal ein Stückchen weitergehen. Oh, hier kann ich Zeug durchsuchen, hoffe ich. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Was ist das denn hier? Hanekida. Okay. Ich habe keinen Peil, was das für ein Teil ist. Aber das hier sieht schon mal nicht so gut aus. Habe ich hier nicht irgendwo ein paar Viecher getötet? Kann ich hier nichts mitnehmen? Ha. Ist aber echt... Das ist schon ziemlich eklig. Boah. Okay. Wo sind denn da überhaupt Gegner? Sehe ich jetzt gerade welche? Das ist so ein bisschen peinlich. Ich sehe gar keine. Ah, okay. Also ich weiß zumindest jetzt, wie ich aus der Deckung feuere, aber ich sehe niemanden, auf den ich feuern kann. Da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen sehr blind. Habe ich sonst noch? Ah, wir nehmen das dicke Ding hier. Ah, ist hier denn überhaupt jemand? Irgendwie nicht. Auf wen soll ich denn jetzt hier schießen? Spiel, du gibst mir komische Anweisungen. Oh mein. Huch. Da haben wir jemanden, auf den ich schießen könnte. Lala. Okay, kommen die jetzt her? Ich glaube, die trauen sich noch nicht so recht. Werft sie eine Granate mit G? Okay. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Nicht jetzt, Commander! Jetzt muss ich einen Nahkampfangriff machen? Okay, das war jetzt ein bisschen ungesund. Ah, okay, wie heile ich mich denn jetzt? Hallo? Okay. Ich würde mich gern heilen, wenn möglich. Muss ich das auch machen? Ah, okay, wenn ich das auf mich anwende, geht's auch. Also, Ausgrabungsstätte untersuchen. Wir gucken jetzt erst nochmal in die Kisten. Oh, Sturmgewehr und Schrotflinte, das nehmen wir doch gerne mal. Können wir sicher brauchen. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Okay. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. So, wir sind jetzt hier. Und hier drüben ist das Lager. Zugstation. Okay, wo ist jetzt dieser Raumhafen?
Irgendwo. Aber das macht ja nichts. Er kann sich ja da gerne ein bisschen umgucken und wir gucken uns dann gerne woanders um. Ist ja schon mal ganz lustig. Aber hey, ohne Probleme kann das natürlich hier nicht abgehen, wenn hier schon irgendwelche fiesen, komischen Aliens anfangen, irgendwelche armen Leute zu rösten. Also das sieht schon ziemlich grässlich aus. Uah. Aber ihr Lieben, wir haben das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder nach Mass Effect geht und wir dann hoffentlich heldenhaft die ganzen Wissenschaftler befreien oder so. Wir sind ja, noch sind wir nett. Das Universum hat uns noch nicht genügend enttäuscht, also sind wir noch nett. Mal gucken. Also, macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschüss.